So, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play WWE 2K15. Meine Karriere oder My Career könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Mein Name ist Franz, ihr seid hier auf dem Kanal von Franz Zockt. Ich habe mich mit meinen Videos auf das Thema Wrestling Games spezialisiert. All you need is a Wrestling Game. Alles, was man braucht, ist ein Wrestling Spiel. Jeden Tag gibt es Videos zu ausschließlich Wrestling Spielen. Und jeden Samstag gibt es dazu auch noch die News der Woche in der Welt der Wrestling Spiele. World of Wrestling Games nennt sich das Ganze, aber wir sind ja hier bei diesem Let's Play. Lange haben wir warten müssen auf die PlayStation 4 Version von WWE 2K15. Ich spiele die US Version, deswegen kann ich es schon am Dienstag spielen. Und deswegen ist aber auch, sind die Menütexte auf Englisch und so weiter. Aber soll ja nicht weiter stören, denn bei My Career Modus, bei meine Karriere Modus, ich sag My Career Modus lieber, betiteln werde ich das Ganze bestimmt als meine Karriere. Da sind ja endlich so die krassen Dialoge. Von daher sollte das nicht so sehr stören. Und bei My Career Modus ist es so, man muss einen Superstar erstellen und den vom Rookie bis zu WrestleMania hin begleiten. Und ihr habt in einem Voting entschieden, dass, also ihr hattet die Auswahlmöglichkeit zwischen entweder, dass ich mich erstelle, dass ich jemanden Reales nacherstelle oder mir jemanden ausdenke. Und ein Name ist immer und immer und immer wieder gefallen und das war Tim Wiese. Ja, ein großer Medienhype ist gerade um ihn herum und dementsprechend haben wir ihn jetzt erstellt. Beim Let's Create a CRW haben wir ihn erstellt. Der Link zu diesem Video ist hoffentlich in der Videobeschreibung. Ich hatte ein paar Probleme. Er sieht nicht unbedingt optimal aus, das muss ich sagen. Das liegt aber auch, ich würde sagen, auch an der neuen Creation Suite da, die doch sehr limitiert ist. Allein von den Haaren, also von den Frisuren her. Ja, und ich weiß, ich muss zum Friseur, beziehungsweise ich habe hässliche Haare und ich sehe hässlich aus. Könnt ihr mir alles in die Kommentare schreiben. Los geht's! Dann habt ihr es wenigstens getan einmal. Und man kann zum Beispiel nicht mal die Augengröße verändern oder den Mundwinkel oder sonst was. Geht alles nicht mehr. Das ist voll der Scheiß. Gesichtstexturen kann man dazu raufpressen. Und da hatte ich beim Let's Create a CRW das Problem, dass das Gesicht immer viel zu hell war. Und so habe ich das Let's Create a CRW auch beendet. Aber ich habe es dann nochmal nachträglich ein bisschen verändert. Ich zeige es euch nochmal, wie er dann aussieht letztendlich. Ich gehe einfach mal ins Custom Superstar Menü, in erstellte Superstars. So, da sehen wir ihn, Tim Wiese. Jetzt ist die Gesichtstextur einigermaßen passend zur Hautfarbe. Ich musste dazu die Gesichtstextur zweimal übereinander legen und dann hat es irgendwie geklappt. Und dann bin ich nochmal auf Hautfarbe gegangen und dann ging es irgendwie. So, wir wollen aber mit meiner Karriere anfangen und wir starten wahrscheinlich im NXT Performance Center. Gehen wir mal rauf hier, steht noch neu. Ich habe auch kein Moveset und so für Tim Wiese eingestellt, da das zurückgesetzt wird, soweit ich weiß, beim Karrieremodus. Und dann würde ich mal sagen, geht's los, there is no my career slot. So, Import, wir möchten bitte den Herrn Wiese da rein importieren, den könnt ihr euch runterladen, habe ich auch hochgeladen in die Community Creations, einfach mal nach Tim Wiese und nach Franz Zockt suchen, dann solltet ihr das finden, habe ich am Ende der Let's Create a CRW Ausgabe auch gezeigt. So, mal sehen, womit geht's los? Begrüßt uns Bill Demott, der Trainer, oder wie funktioniert das hier im Performance Center in Orlando? Cutscene. Ich wünsche euch viel Spaß. Ach doch nicht. Lädt erst noch. Das ist natürlich super. Ja, mit Facecam hier, neuerdings auch bei mir am Start seit WWE 2K15 erstmal standardmäßig mit meiner Fratze im Gesicht, da sich das die meisten gewünscht haben. Und jetzt müsst ihr damit leben. So Eiver ist das, ne? Mal sehen, wie lange das dauern wird. Gehe mal davon aus, dass wir mit diesem Tryout starten. Ich habe schon einige Szenen gesehen bei anderen YouTubern. Aber ich habe mich von Story-Elementen her nicht spoilen lassen. Also ich weiß keine Zusammenhänge. Und ich weiß auch nicht, ob wir als Heal oder Face starten. Jetzt geht es los. Welcome to the NXT Tryouts. My name is Bill Demott and I'm the head trainer of NXT. As you read on the application, we are only having one day of open tryouts this year. This is your one chance. We will be awarding at least one WWE contract today based on your performance. So you better make me notice you. Everyone at this tryout has some level of training or experience, but we don't care about your resume here. We only care what you show us when the pressure is on and at this very moment. So with that being said, I'm going to pair you up. And you're gonna show me what you got in this ring. And we're going to start with you and you. Let's go. I don't have all day. Und los geht's.
Ich hoffe mal, dass das Muster zurückgesetzt wurde, wie gesagt. Und was sollen wir jetzt machen? Wovon, also, es gibt nur einen Vertrag oder einer kommt nur weiter im Prinzip in den Recall, wenn man so möchte. Wir sollen ja alle WWE-Superstars werden hier, die am Start sind. Alles irgendwelche Cores. Und los geht's. Okay. Womit fängst du an? Erstmal mit dem Collar, ich vergesse mal den Namen. Elbow und Collar Tie-Up. So. So, dann machen wir mal hier. Zack. Voll komisch, wenn man die Crowd nicht hören kann oder so. William Mott sagt aktuell auch nichts. Machen wir erstmal das gute alte Chain Grappling. So, hab. Wie ist denn hier. What are you doing? Was ich mache? Ich bin gut dabei. Ich mach hier Chain Grappling erstmal. Wir sollen unser Bestes zeigen. Also, dann machen wir erstmal. Pass auf, komm. Machen wir ein Whip-In. Oh, ist das ruhig ohne Crowd. Zack! Oh, kriegen wir Luther's Press ab. Gar nicht cool. Und ihr seht schon, es gibt so graue Flecken. Bei Tim Wiese? Das hat aber was mit der Textur zu tun. So, taunten wir! Das kann ich am besten, das werdet ihr das Öfteren noch erleben. Der gute alte Taunting Boy Franz. So, wie ist denn, warte mal, ich will mal gucken, was haben wir denn als Special Moves eingestellt? Genau, das müsste Standard Moves, nee, nicht Standard Moves jetzt sein, ne? Weil Big Boot und Alabama Slam sind nicht die Standard Moves, oder? Bin mir da nicht sicher. Aber wir können das dann später hoffentlich eh nochmal alles. Denn in Skills List haben wir noch gar keine, also keine Fähigkeiten. Man braucht bestimmte Skills, um bestimmte OMG-Moments auszuführen. Abilities auch nichts. Match Options. Kamera-Cuts. Wie sind die ausgeschaltet? Was soll das denn? Na, lass ich mal aus. Normal habe ich jetzt auch erstmal auf bei der Schwierigkeit. Vielleicht werde ich das noch hochstellen. Denn im Laufe der Zeit kann ich mir gut vorstellen. Mal sehen, wie das hier läuft. Oh! Lock Takedown und jetzt Cutscene. Viel Spaß! Mhm. Und jetzt. Ja. Gedockt. Und zack. Forearm. Noch ein Forearm. Oh oh. Double Leg Takedown. Oh oh. Boston Crab. Boston Crab. Aber jetzt nicht tappen. Wiese, ne? Wiese, komm. Zeig mal, was du drauf hast. Na, gibt es nicht. Bist du denn behindert? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Genau, Bill. Hey, break it up! Ein Mist. I said break it up! Cut it out! Both of you! Get out of the ring and cool off! Now! Jo. Das war's jetzt schon? Ne, ich glaube nicht, dass wir jetzt den Vertrag uns gesichert haben. Oh, zwei Tage später. Look, I know things got a little crazy out there. But I want to let you know you looked impressive. Mhm. So impressive that the WWE decided to give you a contract. Mensch. Sign this and you'll be starting your career on NXT. Das ging ja schnell. So, wir fangen an hier. Ja, mit großer Ehre wird uns der Job angeboten. Unser Vorgesetzter ist Triple H, COO, ne? Aber natürlich auch General Manager Vic Guerrero und natürlich der General Manager von NXT, William Regal. Wir müssen immer ihren Anweisungen folgen. Oder wir werden gekündigt. So, folgende Bedingungen. Ab dem... Warte mal, ist es jetzt 4. Januar? Ich denke schon, ne? Man muss ja immer in den USA umrechnen, ne? Tag und Monate ist ja vertauscht. Ja, WWE Superstar... Und 1250 Virtual Currency, ne, virtuelle Währung als Gehalt pro Woche, das ist nicht schlecht. Ja, ich hätte auch gern pro Woche 1250 VC. Ne, Jericho, was meinst? So, also jetzt sind wir, das ging ja schnell, das hätte man ja aber auch schwerer gestalten können, das Tryout oder was. So, Tim Wiese, Glückwunsch zu deinem WWE-Vertrag, aber das ist nur der einfache Teil. Wir werden dich antreten lassen im Performance Center in einigen Matches. Sobald Billy Mott mir sagt, dass du bereit bist, wirst du einen Platz auch bei der Show bekommen. What you made your shot to show. Ach nee, wir bekommen die Möglichkeit zu zeigen, dass wir made of one. Ja, dass wir zum NXT-Roster gehören. Wir sollen die Matches gewinnen. SP verdienen, das ist eine andere Währung, unsere Attribute steigern
und ich werde im Hauptroster sein. Ganz schnell. Meine Übersetzungskünste. Tada! Ja, ja. So, dann würde man sagen, weiter geht's. Komm, wie sollen wir uns beweisen? Im Performance Center gehe ich mal davon aus. Ich habe da was in Erinnerung, dass Billy Mod irgendwie uns Anweisungen gibt und dann sollen wir was machen. So. Was am wichtigsten für dich ist, ist erstmal, dass du stark wirst. Dass, ja, das, der schnellste Weg da, dafür ist, die Attribute zu upgraden. Als erstes müssen wir lernen, wie man das macht. So ein Attribut auswählen. Dann machen wir das. Eine andere Auswahl haben wir erstmal nicht. Overall haben wir 45. Das kann noch ein bisschen dauern. Mhm. Okay, mit linken Analytik teilen wir die Punkte zu. Ja, ja. Also man bekommt immer Attributspunkte und die kann man dann verteilen, wenn ich das richtig verstanden habe, mit den SP, genau. Also die, so ähnlich. Ja gut, die SP, die kann man dann so umtauschen, Attributspunkte. Pass auf. So, der Tim Wiese, das ist natürlich so ein richtiger Muskelprotz, ne? So, das heißt, der darf erstmal ordentlich Armpower haben. Wozu hat er denn so lange gepumpt, ne? So, Leg Power, na komm. Wer trainiert Beine? So, jetzt kommen die Aushaltefähigkeiten, wenn man so möchte. Agilität, ne? Ach, oder wozu sind die Punkte? Nee, doch, das stimmt, Entschuldigung. Ich muss erstmal hier klarkommen. Agilität machen wir als 55. Rapid Speed, da können wir mal ein bisschen höher setzen. Machen wir mal hier auf 60. Strike Speed, da kommen nochmal 65 erstmal. Movement Speed auf 50. Und hier machen wir erstmal die Aushaltefähigkeiten alle auf 65. Aushaltevermögen, Aushaltefähigkeit, ja, ja. Nicht so einfach so on the fly zu übersetzen. Könnt ihr mir ja mal nachmachen. So. Jetzt können wir noch ein bisschen nachhaken. 65 machen wir hier noch 55. Machen wir hier 60. Über 65. Strike Speed machen wir 70. 55. Über weiter, klar. Haben wir genug anscheinend. 70. Und dann haben wir den Rest hier rein. So. Dann sind wir erstmal fertig. Ach fuck, das ist noch mehr. Oh Mann! Warte mal. Kann ich auch rückgängig machen? Mann, Freunde! Ich hab die hier unten gar nicht gesehen. Das kotzt mich an, das habe ich jetzt verkackt, da tut mir leid. Dann gehe ich hier nochmal, mache ich alle nochmal zurück. Das geht ja super los. Ihr könnt da vorschwimmen, wenn ihr wollt. So, dann gehen wir hier nochmal überall zurück. Agilität. Ist ja nicht eine Pokémon-Attacke. Kann ich hier nicht zurück? Nö, Stärke, achso, da habe ich noch gar nichts hinzugefügt. Stärke, da muss er viel haben. So war das. Ich dachte, das war alles. Oh, Stamina, da brauchen wir eine Menge. Stamina, da brauche ich am besten ganz viel. Damage Recovery. Oh Gott, ey, die kann ich doch nicht alle. Na, oh, das sind so viele Attribute. Oh Mann. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst wem geben soll oder was ich zuerst verteilen soll. Die Stärke, da muss viel hin. Stamina hätte ich auch gern viel, wie gesagt. So, kommen wir noch wie ihr. 45, 45, 45. Momentum ist wichtig. Strike Reversal auch wichtig. Oh Gott. Chain Wrestling brauchen wir eigentlich auch nicht so wichtig. Ach Gott, nein! Ja, dann geben wir nochmal einen Down, gehen wir nochmal einen runter. So, wenn die da gar nicht so aufpumpen müssen. Das ist aber auch mühselig, ne? Glaubt ihr gar nicht. Agilität brauchen wir erstmal noch nicht so viel. So, jetzt nochmal. Räumen wir das Feld von unten auf. 45. 45. 45. Area Range, da brauchen wir noch nicht so viel. Brauchen wir auch noch nicht so viel. Ja, komm, 45. 45. 45. Na, welche Zahl nehmen wir als nächstes? Genau, 45. So, dann machen wir bei dem Reverse jetzt noch ein bisschen mehr. Momentum. So, und Stamina. So, reicht mir erstmal. Ja, fick dich. So, ja, wir haben es geschafft. Hab bestimmt erst 5 Minuten gebraucht für den ersten Mist hier. Ja, umso mehr wir gewinnen, desto mehr SP kriegen wir. Also, dann können wir mehr Attribute aufpumpen. In the following way, I will teach you the best ways. Ah, die besten Wege, wie man SP bekommt. Super. Okay, zum nächsten Match, in dem wir... Okay, gut los.
Exclusive Look Inside This Year's NXT Tryouts. Da gibt es ja auch so ein Video auf dem WWE-YouTube-Channel. Könnt ihr euch ja mal angucken. So, dann wollen wir mal, ja, wo geht's denn hier los? Das hier? Next Event. Ja, warte mal, Charakter. Und dann kann ich den auch customizen, kann ich den auch bearbeiten. Das ist ja schon mal ganz gut. Und kann auch einfach aufhören. Aufhören. Nee. Nee, so schnell wollen wir auch noch nicht. Performance Center, ich glaube, dann geht's weiter. Und Customize, dann können wir dann, genau, da guck mal, dann können wir erstmal unser Moveset customizen. Und unser Aussehen. Ändert sich denn der komplette Core? Oder denn nur nur im My Career Mode? Das würde mich interessieren. Also ich zeige euch jetzt mal, im normalen Core-Modus ist das Gesicht heller. Jedenfalls nachdem man, also wenn man speichert, also wenn man das anpasst, speichert und dann wieder reingeht, dann sieht es wieder scheiße aus. Das ist ein bisschen komisch noch in der Creation Suite im Superstar Studio. Aber so ein ordentlicher Entrance, den würde ich mir eigentlich auch gerne jetzt mal machen. Ich weiß, da ich brauche ein bisschen, bis ich hier mit dem ersten Match anfange, aber das gehört alles dazu und ihr müsst mich ja bei allen begleiten. So, da seht ihr, da sieht er im Gesicht total hell aus. So, wenn man auf Skin Color geht, dann wird es angepasst. Und wenn man speichert, dann ist das im Prinzip alles wieder rückgängig gemacht worden oder irgendwie so. Ach, keine Ahnung. Wir machen uns jetzt einen Entrance und setzen erstmal unser Moveset auf irgendwie Powerhouse-mäßig oder was. Oder was würdet ihr ein... Oder welcher Superstar würde am ehesten vom Moveset her Tim Wiese entsprechen? Schreibt es doch mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Und was sagt ihr allgemein zu dieser Tim Wiese-Situation und der WWE? Denkt ihr, dass er es vielleicht mal irgendwann schaffen kann, in die WWE einzutreten, ordentlich? So, Entrance. Machen wir Easy Creation erstmal. Wir wollen ja nicht ewig dran sitzen. Vor allen Dingen auch da ist man limitiert. Jedenfalls in der Last-Gen-Version. Hier habe ich es noch nicht ausprobiert. Man kann zum Beispiel nicht einfach, also bei der Last Gen, John Cena auswählen als Movement. Komisch, ne? Muss man erst in den Advanced Creation Part gehen, also erweiterte Kreation. Und dann kann man die einzelnen Teile auswählen. Das ist voll komisch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber die Ladezeiten haben sich nicht wirklich verbessert. Das muss ich ja so sagen. Ich hatte es ja auf der Gamescom ausführlich angespielt, also immer bloß diese doofe Demo. Und da waren jedenfalls die Match-Ladezeiten ziemlich gering. Aber die Kreationsladezeiten, ey, geht ja überhaupt nicht. So. Motion. Wie, was soll das denn? Könnt ihr mir nicht einfach eine Liste geben? Wow, jetzt habe ich aber einen riesen Ausfall. So. Ultimate Bowl. Haben wir auch irgendwelche anderen? Stimmt, die ganzen Presets haben sie rausgenommen, ne? Mach erstmal die Musik hier aus, ey. Ich hätte gern keine Musik. Geht das auch? Und erstmal, damit ich mich erstmal konzentrieren kann. Wen nehmen wir denn da? Wollen wir das Stone Cold nehmen? Nee. Wird dem nicht gerecht. Wer kommt denn so gelangweilt zum Ring? Ja, dann keine Ahnung, nehmen wir Batzen. Nehmen wir Batista. Nehmen wir auch hier. Aha, Title Motion gibt's gar nicht für ihn, oder was? Ich glaube, wir können auch Entrances ausmachen. So, wo ist Batista? Geht nicht. Dann nehmen wir als Title Motion Mark Henry. Entrance. Musik, haben wir denn da irgendwelche Musik, die da passen würde? Ich hab die so leise eingestellt. Tanja? Alter, kannst du mal aufhören? Ich höre kaum was. Die Musik absichtlich so leise. Fever, Bitch. Fight-Musik, das hört sich gut an. Man kann ja keine eigene Musik einbetten, das ist voll Mist. Ja, nehmen wir die jetzt einfach fertig. Ribbon Movie, nö. So. Hört sich. Hört sich für mich so ähnlich wie Ultimate Warrior mäßig an. So. Ja, reicht jetzt hier. Reicht jetzt. Guck mal, die Trophäen-Infos, die sind auf Deutsch. Lustig. So, jetzt noch
Moveset und dann würde ich mal gerne anfangen mit dem ersten Match hier. Und dann sind wir auch schon am Ende der nächsten Episode. So, Moveset bilde. Manager können wir noch nicht machen. Ach, dann kann man den Call exportieren. Das ist ja schön, oder was? Wozu ist die Exportfunktion? Da bin ich ja mal gespannt. Din, 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 din. Oh Gott, Freunde. Wenn ihr irgendwelche LKWs und Autos im Hintergrund hört, dann ist das so. Ich hab's im Let's Create a CRW schon mal erwähnt. Beim Großmembran am Mikro ist das nicht so einfach, denn die nehmen sehr gerne einen großen Bereich auf, auch wenn alle Fenster zu sind und was nicht alles. So, ich hätte gern ein Preset. So, Special Moves. Können wir nicht einfach was übernehmen? Moveset Template. Was haben wir denn gerade als Signature Move? Backbreaker Drop. Jawohl, pass auf, denn können wir denn. Nee, das dauert jetzt zu lange, wenn ich das alles jetzt einstelle. Aber ich will mir wenigstens angucken, was wir Finisher haben. Alabama Slam. Nee, da brauchen wir. Da müssen wir irgendwas anderes. Was wäre ein passender Finisher für Tim Wiese? Ich denke, eine Powerbomb wäre ganz angemessen, weil er ja so kräftig ist, ne? So, ihr könnt ja mal Vorschläge in die Kommentare schreiben, was für eine Powerbomb angemessen wäre. Oder was für ein Move. Zack! So, dann kommt das Ganze schon wieder Batista näher. So, you can select this item till you have the second Finisher. Ach so, wir können uns einen Finisher haben. Dann lassen wir die Powerbomb. Signature Move. Dann lassen wir den Backbreaker droppen, ne? Ja, und der Big Boot. Ja, komm. Dann lassen wir das erstmal akzeptieren. Dann haben wir das erstmal fertig. Und dann können wir in den Ring steigen, meinetwegen. Auch mal schön, ne? Auch mal schön, wenn wir das mal machen. Aber ich will noch mal sehen, da muss doch irgendwo einen Shop geben, wo ich dann meine SP-Punkte ausgeben. SP heißt es ja schon, Punkte dabei. Meine SP ausgeben kann. Für Templates und so weiter. Das würde ich gerne sehen. Aber erstmal muss hier Brock Lesnar und Paul Heyman größer werden. Die müssen größer werden. Sind sie geworden? Und jetzt können wir loslegen. Wir wollen mit Tim Wiese Leute vermöbeln. So. Upgrade. Ah, guck mal. Skill. VCE. Purchase. Training. Ah. Take a lesson. To learn his move. Once you will. Ah, cool. Cool, cool, cool. Cool, cool. Mit dem VC. Wie kriegt man die nochmal? Virtual Currency war auch irgendwie durch was, ne? Egal, Performance Center, los geht's. Raw Bandams. Raw Attire vom 2. Dezember 2002. Ja, den Showcase-Mode haben wir schon mal durchgespielt. Auf der PlayStation 3 werden wir auch nochmal machen, auf der PlayStation 4. Aber erst irgendwann später. Oh, gegen Bo Dallas! John Cohn, Referee. Und gegen den sollen wir jetzt hier gewinnen? Oder was ist unsere Aufgabe einfach nur? Zuck, zuck, zuck. Eigentlich wollte ich die Vibration ja ausmachen mal. So, wo ist denn hier? Da ist er. Fuck. Das habe ich verkackt. Server. Ey! Mist. Da brauchen wir noch so lange. Ja, jetzt hör mal auf hier rumzublanen. Ist echt komisch ohne Crowd, muss ich ja sagen. Zack. So, Chain Grappling kann man ja auch ausmachen. Aber lassen wir erstmal drinnen. Wir wollen ja erstmal alle Neuerungen mitnehmen. Auch wenn das Spiel ja auf vielen Ebenen enttäuscht, muss man ja sagen. Allein mit die ganze Feature-Anzahl. Ja, halt doch mal den Maul, Bildemod. So, unsere erste Dingsleiste hier, unsere erste Stamina-Anzeige, die ist ja schon fast wieder fast down. Muss man ein bisschen warten. Oh Mist. Das hat nicht gut geklappt. Probieren wir weiter. Will er mir jetzt covern? Gibt nicht. Na, komm her. So. Badam! Schöne Close Line. So, ich muss auf meine Stamina-Anzeige achten. Seht ihr unten links und unten rechts? Und Taunten! Und Taunten! So. So, dann machen wir mal. Ich glaube nicht, dass das so sein sollte. So, Front Face Lock geht jetzt nur noch mit X. So, dann. Und hier. Anvisierungsaktion mit R2. Oh Gott! Kann ich muss Vibration ausmachen. Geht das hier oder muss ich das in den normalen Menüs machen? Hier, Controller Vibrations aus! Wieso ist denn Blut aus?
Wer hat denn den Mist eingestellt? Ich hab das doch mit euch zusammen alles eingestellt. Was muss ich denn nochmal nach diesem Match einstellen? Habe ich doch im Anspielpart alles eingestellt. Aber komischerweise, nachdem ich es neu gestartet habe, musste ich nochmal die AGBs akzeptieren. Was ja darauf hinweist, dass die Einstellungen nicht übernommen worden sind. Hörst du mal auf hier? So. Und gekontert! Und machen wir mal Schlagkombo. Oh. Ja, kontern kann ich auch, mein Freund. Zack! Puh, ganz schön ruhig im Performance Center, muss man sagen. So. So, gibt nicht. Die Reversal-Anzeige sind mittlerweile sehr hilfreich, muss ich sagen. Bei Schlägen ist es immer noch ein bisschen schwer, weil man, da muss man doch ein bisschen später kontern, als die Anzeige ist. Oder als die Anzeige auftaucht. So, das mal hier oben hin. Und was machen wir jetzt? Superplex? Franksteiner? Ja, ich zeig hier einen Double Underhook. Suplex! Und ganz oben. Also, in der dunkelblauen Leiste würde ich schon gern bleiben. Machen wir mal Running Move! Droppe oder was wäre das gewesen? Oh, mein Gott. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass sie es nicht mal geschafft haben, auf der Current Gen mehr als ein Referee ins Spiel zu integrieren. Ist ja wohl nicht so schwer. Vor allem mit der neuen Scanning-Technologie. Scanning-Technologie. So. So was macht er automatisch. Einen in die Mitte ziehen. Nur damit ihr das mal wisst. Zack! Bam! Und ihr merkt das alles schon. Langsamer, sehr viel langsamer, wenn man erstmal auf der PlayStation 4 das gespielt hat und dann zurückwechselt auf die Last Gen, dann kommt einem das so vor wie doppelte Geschwindigkeit. Mein Gott, ey. So, erstmal schön taunten. So, haben wir gleich den ersten Signature Move bei 100% Momentum. Geht's dann weiter mit Signature Move. So, wir haben einen gelben Schädel. Können wir uns gleich mal angucken, wie viel er hat, ne? Bin mir gar nicht sicher, was der Bowlever am Start hat. Als Körperschaden. Oh Gott. Hör, Alter. Ich bin zu schnell. So, jetzt geht aber ab. So. So. Ach, noch gar nichts. Na, das ja demotivierend. Zack. Signature Move. Backbreaker. Und dann würde ich mal sagen, Charge Finisher. Ah, da müssen wir erst in der Nähe stehen. So, gedrückt halten. Oder ich kann auch gleich loslassen, dann macht er automatisch. Zack! Powerbomb! Badam! Und Cover. Wir haben noch nicht mal Anweisungen gekriegt, ne? Eins, zwei, drei! No! No, no, no! Ich habe auch die Display-Anzeige gemacht. So. Aber egal, machen wir dann beim nächsten Mal. Natürlich nicht. Aber Untertitel habe ich doch eingestellt. So, waren Untertitel an. Komisch. Fuck, jetzt habe ich nie auf die Stamina-Anzeige geachtet. Das ist natürlich sehr tricky. So, ich möchte taunten. Aber Hauptsache lächeln, wenn keiner dabei ist. So. Ja, Running Moves machen kann ich auch. German, wie sich das gehört für einen Deutschen. Aus Bergisch Gladbach. Ach, aus zweite Seil. Kommt er in die richtige Richtung. Oh, daneben gesprungen. Das gibt es nicht. Are you even listening to me? Fuck, meine Stamina, ne? Schon wieder voll down. Aber bei Budelle sieht es nicht anders aus. Oh, Elbow. Nicht schlecht gemacht hier. Bei Bone Grapples Konter muss ich noch ein bisschen üben. Das Coole ist ja, man muss beim meine Karrieremodus nicht mal unbedingt gewinnen, um weiterzukommen. Oder man muss nie gewinnen, um weiterzukommen. Ah, jetzt seht ihr, pass auf. Jetzt habe ich einen Finisher, aber ich kann ihn noch nicht ausführen, weil meine Stamina-Anzeige noch nicht bei 50% circa ist. Weil dann kann man das jetzt wieder machen. So, machen wir wieder Charge-Finisher. Und dann machen wir die Powerbomb, denn ich habe einen Signature Move gekontert und dann kriegt man mehr Momentum. Für die Konter, für den Konter. Zack! Dann ziehen wir ihn mal. Pick it up! Und ich will ihn nicht aufheben. Jetzt gibt Power Pin. One, two, three! Der erste Sieg im Let's Play. Olle! Ach schön. Man kann übrigens meine Karrieremodus auch mit einem normalen Superstar erstellen. Dazu geht man einfach ins Superstar Studio. Wählt sich einen Wrestler aus, den man bearbeiten möchte, speichert den einfach als normalen Koop und dann kann man mit denen speichern. So, vor und zurück. Oh, jetzt hört ihr das? Ja, hört ihr bestimmt. Vor und zurück, 1500. Was habe ich dafür jetzt gekriegt? Achso, das ist bloß der Score. Das kriege ich... Jetzt habe ich nur 24 Skill Points bekommen. Und, achso, VC war mein Gehalt.
Genau, hier nämlich. Super. Kommt die nächste Cutscene? Mal sehen. Oder kommen wir jetzt ins Menü? Wenn wir ins Menü kommen, dann verabschiede ich mich erstmal. Ja, dann verabschiede ich mich erstmal. Für heute, für jetzt meine ich. Wie wird das denn jetzt hier? Kann ich nicht weiter zum Performance Center? You can only once a week. Und dann kann ich rechts zurückgehen und dann kann ich in die nächste Woche wechseln? Oder wie funktioniert das hier? Ich denke schon. Ach, so funktioniert das. So, dann machen wir erstmal Exit My Career. So. Yes. Sollte ja gespeichert werden. Und dann warte mal. Ich gehe nochmal durch mit die Einstellung mit euch und dann verabschiede mich erstmal. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Episode wieder. Zur nächsten Episode könnt ihr einfach kommen, indem ihr unten in der Videobeschreibung den Link anklickt. Options. Gameplay. So. Herr Blut ist doch an. Ist doch alles noch richtig eingestellt. So. Match. Ist auch noch alles richtig eingestellt, verstehe ich nicht. Oder ist das Match-spezifisch? Komisch, komisch. Na gut, Freunde. Dann habe ich euch jetzt hier eine halbe Stunde mit einem Match versorgt oder so. Anderthalb. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Wir laden mal hier. Oh, muss ich aufstoßen. Was soll das hier? Und, na komm. Komm, wir wenigstens noch im Menü. Wir haben schon 17 Minuten gespielt. Wow! Hier ist in WWE. Ach nee, wir sind tatsächlich am 1. April gestartet und nicht am 4. Januar. Das werden wir machen. Freunde, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. In der Videobeschreibung findet ihr den Link, beziehungsweise auch dort Links zu anderen Let's Plays von mir. Zu WWE 2K15. Jeden Tag gibt es neue Videos zu WWE 2K15. Also immer schön dranbleiben. Mein Kanal abonnieren, meine Facebook-Seite liken, um nichts mehr zu verpassen. Alle wichtigen Links, Informationen, wie ich das hier aufnehme, was für Geräte, was das für ein Mikrofon und findet ihr alles in der Videobeschreibung. Ansonsten einfach in die Kommentare eure Fragen hauen und ich antworte bestimmt. Gut, bis dann, euer Franz, euer Verzockt. Bis zum nächsten Mal, Daumen hoch für cool, App-Blog aus, euer Franz, euer Verzockt. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss. Und jetzt geht's schon wieder los hier draußen mit den Sirenen. Tschüss.